Moinsen Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich stehe noch an der großen Quelle der großen Fee in Akala. Oder im Gebiet Akala. Und ich würde heute gerne, das ist jetzt mein Plan mal für heute, gerne die Nebenaufgabe abschließen mit dem anderen Forscher. Genau, die vom Athena-Institut. Denn wir müssen halt Robelo noch finden und ihm antike Materialien übergeben, wie es hier steht. Und hier steht auch hier, er soll sich im Akala-Institut in Akala aufhalten. Wir sind da quasi, ich kann auch mal als Ziel festlegen. Da wissen wir auch, wo wir hin müssen. Ach, da lang müssen wir, okay. Ich hätte jetzt gerne Epona hier, muss ich sagen, dann könnte ich dahin reiten. Naja, was soll's. Muss ich halt laufen. Kann man nichts dran ändern, ne? Was haben wir denn da für ein Häuschen? Kannst du mal genauer umgucken. Angucken. Würde ich sagen. Ach, da ist ein Schrein sogar. Ist das nicht sogar der in der Nähe von dem Institut? Ich glaube schon. Da müssen wir auch noch irgendwann hin, sage ich euch. Aber nicht jetzt. Das kann alles noch warten. Erstmal hier schön runterfliegen ein bisschen. Ja, keine Ahnung, auf dem Weg dahin passiert, glaube ich, jetzt gar nicht so viel. Ja, das heißt, ich muss ein bisschen Zeit totschlagen. Ich weiß doch nicht wie, aber das wird schon irgendwie gelingen. Und zwar, ja. Also, Spiel. Falls ich irgendwie gesagt habe, ich fand es nicht so gut oder ist irgendwie nicht so ein geiles Zelda, für meines Erachtens, ja, es gibt so ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Die hat man wahrscheinlich auch schon gemerkt, so an den fehlenden Dungeons dann tatsächlich. Die Titanen sollen die Dungeons zwar so ein bisschen ersetzen, aber bisher waren die ja dann doch deutlich leichter als ein Dungeon in den alten Zelda oder älteren Zelda-Spielen. Also meiner Meinung nach. So, seht ihr mal, da ist nämlich echt ein Schrein. Also gibt es da irgendwo auch eine. Also das ist halt nur so eine Plattform, ne? Da müsste wieder ein Schrein entstehen irgendwo. Heißt für mich, dass da irgendwo eine Schreinquest sein muss. Vielleicht kriege ich die auch hier in der Nähe, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Genau, aber in den älteren Zelda-Spielen, da war ich ja schon wie meine Dungeons. Die waren schon komplexer und auch größer. Muss man einfach mal so sagen. Und tatsächlich hoffe ich, wenn der zweite Teil rauskommt, wann auch immer der erscheinen möge, das wissen wir alle noch nicht. Außer jetzt nach der Aufnahme und bis es hochgeladen ist, kommt da doch eine Meldung, wenn es erscheint, was ich aber nicht glaube. ja. Ich hoffe, da kommen die Dungeons auf jeden Fall wieder. Zumindest so ansatzweise. Die Kritik hat Nintendo ja erhalten. Oder das Team, das hier auch das Spiel entwickelt hat. Die werden sich da schon dran setzen, denke ich mal. So, den Stall von Südakala haben wir schon. Den Stall von Ostakala, da kommen wir auch noch vorbei. Perfekt, dann haben wir den auch gefunden. Und da soll es ja auch ein bisschen mehr geben. Angeblich, zumindest laut den Bewohnern am, oder laut den Menschen im anderen Stall. Was ist denn hier für ein Riesenfeld? Ist irgendwie ein Bossgegner oder so? Das ist ja sehr auffällig. Bisschen Leune? Ich sehe nichts, also sagen wir mal so. Wenn ich nichts sehe, ist alles gut, würde ich sagen. Und schon wieder ein Gewitter zieht hier auf, das gibt's da nicht. Das ist der nächste Kritikpunkt, dieser ständige Regen, der immer dann auftaucht, wenn man klettern möchte. Aber das hatte ich auch schon beim ersten Playthrough. Das Gefühl, dass es immer genau dann anfängt zu pissen. Das geht mir auch mal auf den Sack. Ganz ehrlich. Das ist auch ein Grund gewesen, warum ich mir Rivali-Sturm zuerst geholt habe. Oh, Schnauze, Mann. Edelwild schon wieder. Ui, 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 ui. So, wo ist denn jetzt hier der Stall? Da hinten ist auch noch ein Schrein. Da fragt euch wahrscheinlich jetzt erst so, oh, wie komme ich da hin? Ja, entweder von weiter oben, ne? Hinfliegen. Ah, ich glaube, man kann sogar von da oben irgendwie. Man kann da, glaube ich, sogar hochklettern irgendwie. Zumindest mit dem war ich schon, da bin ich mir fast sicher. Warte mal. Ich hätte doch einfach den Weg hier lang laufen können, oder? Von dem anderen Stall aus, oder? Wo war denn der andere Stall? Ja. Gut, ich hatte ja doch den Umweg da eingeschlagen wegen dem anderen Schrein. Und dann noch die Quelle der großen Fee. Macht ja alles nichts, ne? Aber ich, okay, hier wäre der Weg gewesen. Wäre ich auch hier ausgekommen. Und wir müssen dahin. Also jetzt weiß ich natürlich nicht wegen dem Schreien, ob es noch hinhaut, in dieser Folge da alles zu schaffen.
Aber es wäre wünschenswert, wenn ich schaffen würde. Wir haben nur noch genug Zeit jetzt hier. Alles kein Problem. Noch ist ja alles offen. Ich bin mal auf den Schrein gespannt. An den kann ich mich so gar nicht erinnern, im ersten Moment. Wenn ich ihn gleich von innen sehe, dann wahrscheinlich schon wieder eher. Ja, was ist mit dir, du Sau? Du olle Wildsau. Wohl leichte Aggressionsprobleme, wa? So. Da ist der Stall auch schon. Wie heißt denn der Stall? Ja, von Ostakala wissen wir ja. Aber da sehen wir es auch nochmal oben. Und hier haben wir wieder Kengis. Oder Kangis. Muss mich gleich mal festlegen. Kangis sage ich jetzt einfach immer scheiß drauf. Rotes Laub. Eine Festung, die in der großen Verheerung fiel. Eine große Wehmut kennzeichnet diese Landschaft. Cooles Bild, ne? Was er da malt. Hier die Bäume dahinter. Wo ist denn der See, den er da malt? Keine Ahnung, ist auch egal. Das ist das Meer. Macht noch weiter links. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ja, das kommt schon eher hin mit dem Meer. Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Ja, hau mal raus. Zeig ihm einen Bildlink und dann... dieses Bild, diese Quelle und die Statue der Göttin kenne ich. Das müssen die Ruinen in der Ebene von Nordakala sein, die sich westlich von hier erstreckt. Ui. Und von hier geradeaus nach Westen gehst, findest du die Stelle sicher bald. Also von hier nach Westen, dann muss ich einfach nur hier auf der Karte nach links gehen. Hier bestimmt. Markiere ich mir mal mit dem Stern. Du bist hier, mein Kleiner. Was hast du denn? Du willst bestimmt was zu fressen haben, ne? Komm, gebe ich dir was. Mein Kleiner, du siehst so hungrig aus. Wo habe ich denn was zu futtern für dich? Ja, der kriegt natürlich nur wild. Ja, ich bin euch bekloppt. Hau rein. Au. Nom 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 nom. Und weggefuttert, ey. Such. Er schwingt da den Pinsel, ey, wie so ein Schwert. Oder wie so eine Klinge. Dann nicht, dann hol ich mir jetzt den Schrein hier. Du aller Hund. Den Kartosa-Schrein. So, auf geht's. So. Kartosas Apparatur. Schon wieder so ein Ding. Wie komme ich denn darüber? Achso, darüber, okay. Erst umgucken, dann fragen. Genau. Erstmal wieder auf Schatztruhe stellen, die irgendwo direkt vor mir zu sein scheint. Ach so, geil. Und boom. Der geht rein, okay. Ne, der geht drüber. Scheiße. Naja, Ball bitte. Da ist er, der nächste Ball. Und der geht aber jetzt. Oder fangen wir der direkt rein. Ja, das kann ja nicht alles sein. Hä? Er ist mich zu früh rausgegangen, ich Trottel. Oder was? Oh Mann, man muss da echt bleiben, bis das Ding drin ist. Oh, dann geh mal rein da. Rein jetzt. Geht doch. Wartest du bitte, danke. Wo ist jetzt hier die Truhe? Soll irgendwo hier sein. Wo ist denn die Truhe? Hä? Ich sehe nichts. Ach, dahinter ist die. Ach so, okay. Hier hinter dem Priester. Okay, jetzt habe ich es auch gesehen. Muss schon sagen, kann ich sagen, dass das nur eine Apparatur ist? Wo man direkt auch die Schatztruhe kriegt? Nee. Muss schon sagen, ey. Oh. Geil. Na, das haut nicht hin. Ich muss einmal kurz zurückgehen, weil ich zu nah am Tisch bin. Nochmal von vorne bitte. Okay, nochmal warte, stopp. So. Jetzt aber.
Oh, daneben gehauen. Huch. Nö, nicht geklappt. Also von vorne. Okay, der Ball ist weg. Ey. Der direkt runterhauen sollst du auch nicht, Link. Warte mal, stopp. Immer erst diesen Hammer da gerade legen, damit das wieder hinhauen kann hier. Das wird da auch nix. Okay, das ist jetzt irgendwie ganz doof. Ich krieg den nicht mehr, schade. Schon zu weit weg die Kugel. Der Winkel muss auch stimmen. Und ich darf nicht zu fest hauen. Aber auch ein bisschen fester darf ich schon. Ich vergesse immer diesen Hammer da wieder gerade hinzustellen. Bevor ich das Ding da wieder beende. Mann, ey. Das ist zu feste. Sag ich. Boah, echt rausgerollt noch. Jetzt vielleicht ist es besser. Das könnte jetzt eher hinhauen. Ne, auch drüber. Shit. Boah, das war echt mit richtig viel Feingefühl ran, ne? Komm schon. Ja, boah, richtig ins Loch reingeflogen. Deswegen hat er noch angehalten. Das bringt zur Kiste, Mann. Danke. Und weiter geht's. Das Eisgroßschwert, ein magisches Schwert aus dem ewigen Eis der Hebraberge. Das ich nicht mitnehmen kann. Mal wieder. Was lasse ich denn hier? Ich glaube, die Schuppenlanze läuft tatsächlich. Habe ich die schon fotografiert? Natürlich nicht. Da los hier wenigstens ganz drauf. Wenn auch falsch rum eigentlich, aber ist egal. So, nochmal öffnen hier ein Ding, danke. Das Eisgroßschwert, jawohl. Schwinge es, wenn die Klinge blau leuchtet, damit es tödliche Kälte aussendet. Boah, klingt ja echt dramatisch. Na, cooler Schrein. Aber manchmal, die haben sich schon echt viel einfallen lassen. Zu meiner Kritik da wegen den fehlenden Dungeons, die haben halt mit den Schreien schon einiges rausgehauen, muss ich sagen. Die sind zwar auch manchmal recht kurz und auch meistens recht einfach. Das war jetzt hier auch zum Beispiel eigentlich ein leichterer Schrein an sich, wenn man die Kiste nicht haben möchte. Mit der Kiste wird schon ein bisschen komplexer. Hat man ja auch bei dem einen Sai-Uto-Schrein da am Stall am See gesehen, wo ich die Kiste nicht gekriegt habe auf Anhieb. Wo ich zwar die richtige Idee hatte, aber die Umsetzung, die hat so ein bisschen gehapert. Aber ihr habt mir ja da helfen können, nochmal vielen Dank dafür. So, wir haben 42 Schreine abgeschlossen. Ich find's nicht schlecht. Es wird da eh wahrscheinlich noch ein paar Sessions geben, wo ich dann eher Schreine suche und abschließe, als wirklich jetzt die Story vorantreibe. Oder einfach generell, weil da irgendwie ein paar Schreine in der Nähe sind, dann in einer Folge mehr schaffe. Aber erstmal hier noch ein paar Aufgaben hier. Spreche mal mit dem Typen hier. Oder ist das eine Sie? Ist eine Sie, glaube ich. Okay. Guten Tag. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl deiner Reiseziele ist schon etwas merkwürdig. Alles klar, was will die denn? Die ist doch auch hier. Wer bist denn du? Für wen hältst du dich eigentlich? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Nobu. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendetwas wissen? Ja klar, erzähl mir was dann, wenn du dich hier auch so gut auskennst. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle, die Quelle der Kraft. In der Legende heißt es, bring in der Quelle der Kraft das heilige Fragment dar. Vielleicht war es Teil des Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat. Und was ist weiter weg, genau. Nördlich von hier steht so eine Art Leuchtturm. Aber als ich dort war, war niemand zu Hause. Okay, danke für die Hilfe. So, die Quelle der Kraft ist nämlich eine Schreinquest. Wer hätte das gedacht, wie halt bei der Quelle der Weisheit schon? Wer hätte denn noch eine Aufgabe hier eben? Hä? Hier war doch noch, eben noch jemand in der Aufgabe. Du? Nee. Ich bin bescheuert.
der reingegangen? Oder warst du das hier? Nee, der hat ja kein Dings. Ja. Guten Tag. Ich bin Holm und ich laufe hier Patrouille. Hier ist es richtig gefährlich geworden, wird? Oh ja. Es gibt eine verdächtige Gestalt namens Kilton. Er zieht nachts einen Karren durch die Gegend, von dem aus er seinen sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilton? Nö. Aha. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Ich starte den Bericht, falls du Kilton triffst. Ist doch eine Aufgabe, oder? Ja, wollte schon sagen, weil man den gerade nicht markiert, der Typ. So, hier haben wir noch Kletis Gerüchte Küche, Ausgabe 4. Lese ich schnell noch. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch. In diesem Leben und im nächsten. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist das heißeste Thema der Woche. Sternschnuppenschätze. Der Nachthimmel, ein Teppich voller Sterne. Denn ein Licht ist anders als die anderen. Es bewegt sich. Was ist das? Genau, eine Sternschnuppe. Was ist jetzt das Gerücht, fragt ihr? Dort, wo sie herunterfällt, soll man angeblich einen Schatz finden können. Wenn ihr also das nächste Mal eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt, dann folgt ihrem Schweif. Kletis Empfehlungspunkte 4 von 5 Sternen. Ja, ich habe ja schon mal eine Sternschnuppe, einen Sternsplitter gefunden, das kann ich euch zeigen. Na, Tasche, war richtig. So, hier rüber. Wo ist er denn? Habe ich den überhaupt noch oder ist der schon wieder weg? Ne, da oben ist er, hier. Den Sternsplitter, den habe ich schon gefunden. Ist schon ein Weilchen her. Ich werde euch oben rechts mal die Folge verlinken, in der ich ihn gefunden habe. Falls ich dran denke. Wenn ich vergesse, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann trage ich es nach. Ja, auf jeden Fall Sternsplitter quasi schon abgeschlossen. Braucht man gar nicht mehr nachgehen, dem Gerücht. Haben wir schon gesehen. Ist aber schön, dass das Spiel das einem auch mal so mitteilt. Trotzdem. Hi. Guten Tag. Ach, ey, was denn? Was ist los? Die blaue Flamme. Hm? Oh, Verzeihung. Seit ich geheiratet habe und hierher gezogen bin, langweile ich mich furchtbar. Das Interessanteste ist noch, der blauen Flamme in der Laterne beim Brennen zuzusehen. Seit einiger Zeit hat der Direktor des Akala-Instituts sie gar nicht mehr angezündet. Was? Warum nicht? Ja, früher hat der Direktor diese Laterne mit einer blauen Flamme entzündet. Irgendein Experiment. Aber jetzt ist er schon alt und geht wohl nicht mehr so viel nach draußen. Ja, dann mache ich sie für dich an. Das Akala-Institut liegt übrigens gleich an diesem Pfad. Es ist in einem umgebauten Leuchtturm, man kann es also gar nicht verfehlen. Ja, da kommt auch schon der Rauch hoch. Man sieht den schon da hinten. In der Ferne. Ich muss aber aufpassen. Ich glaube, hier ist noch irgendwo so ein Wächter, auch wenn es so ein Wrack ist. Wie habe ich da in Erinnerung, dass mir das damals richtig zugesetzt hat. Aber vielleicht konnte ich da das perfekte Blocken noch nicht. Und bin den Dingern an sich auch immer aus dem Weg gegangen. Das kann natürlich noch sein. Zu dem Zeitpunkt. Denn damals, das kann ich jetzt nochmal sagen, ich habe damals erst das Sora-Dorf gemacht und bin dann hier hingegangen direkt. Da hatte ich weder so viele Herzen, hatte auch nicht Rivali Sturm. Und entsprechend auch weniger Erfahrung, logischerweise. Jetzt ist hier doch nichts und ich laber Scheiße, das wär's natürlich. Dann hab ich, das war das woanders. Irgendwo war auf jeden Fall noch so ein scheiß Wächter vor so einem Gebäude. Der muss doch hier gleich kommen, hä? Ach, da ist er doch. Sag ich doch, der ist hier irgendwo. Er hört mich auf jeden Fall auch. Aber Epona hat mich nicht gehört, ja, ist egal. Sollen wir den platt machen? Komm, wir machen den platt. Aber, obwohl der Kuschelstil kann auch kaputt gehen. Obwohl, der kann nicht kaputt gehen. Ich brauch den für, wenn Gewitter ist, da zieht mich schon wieder eins auf. Seht ihr da unten rechts? Ey, du Lelek. Ah, jetzt hat er mich gesehen. So, mit A kann ich blocken, genau. Ah, zu früh, shit. Da war ich zu früh dran. Sora-Schild. Piu! Ey, zu spät, okay. Ja, da muss der jetzt dran glauben. Vielleicht geht's mit dem Wächterschild. Ich bin wieder so dumm, ne? So, hier zurück. Zum Absender, Mann. Geht doch. Zwei Schilde wieder im Arsch, aber Hauptsache geschafft. Was ist denn hier noch? Rubin. Boah, von denen krieg ich mir auch nur Scheiße, eigentlich von den Wächterwracks. Auch schon so einen laufenden Wächter oder so einen fliegenden Wächter killen, damit man richtig geile Sachen kriegt, glaube ich. So, da sind wir doch schon beim Institut. Ach so, das Feuer brennt neben dem Institut, okay. Akala-Institut. Ist da wer? Du hast einfach nur ein Feuerchen. Okay, ist nur ein Feuer. Alter, ist ja alles im Arsch.
Was ist das denn hier, ey? Das ist bestimmt der... Naja, ist das Licht vom Leuchtturm. Ehemaligen Leuchtturm wohl. So, rein hier. Wer bist du denn? Du siehst ja seltsam aus. Für tun und hat. Ah, wo kommen die denn her? Hey du, was machst du hier? Nochmal sprechen. Wir tun. Das geht noch nicht, das Ding anscheinend. Hat irgendwie noch einen Defekt. Du, bist du etwa Link? Ja, der bin ich. Uff, wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, was ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Das heißt ausziehen. Ablegen. Ich leg mir alles ab. Man sieht gar keine Wunden, aber ist auch egal. Genau, dein Körper trägt unzählige Narben. Ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Dr. Rorino. Geiler Sound, der dabei kam. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Ja, Pura ist ein Kind geworden. Aha, Pura hat ein Kind? Nein, sie ist so jünger geworden. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Ja klar, ist mir das bewusst. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Doch, hau raus. Gut. Die Shika-Forscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten Ganon, die immer wiederkehrende Verheerung, ein für alle Mal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verheerung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verheerung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold. Du, Link, bist zu unseren Lebzeiten erwacht. Guckt euch mal bitte die Brille von dem an, die Augen drehen sich immer richtig um. Ist richtig krank, der Typ, ey. Also, so sieht man es besser. Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit Ushika zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung. Alter, wenn immer wieder diese Pose macht, kommt dieser Riff, ey. Legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung Galon ein Ende setzen. Ja, entschuldige lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Jerry, beziehungsweise der Shika-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ach, ich muss wieder die blaue Flamme vom Flammenborn holen. Ja, das kennen wir ja schon mit dem Flammenborn vom Hateno-Institut. Ja. Du bist Jerin. Tach. Und? Kachika! Ey, die kennt Pura. Ich wollte nur Pura vom Athena-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Aber nicht doch, ich doch nicht, Kollegin. Ach, ich kann dich doch verstehen. Du bist zu freundlich, Link. Und? Ich kann dir weiterhelfen. Wer bist du? Ich bin Jerin. Oder Jerin. Kachika. Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der antiken Studien. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteichs. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopfteichs ist übrigens das höher gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer, das siehst du dann. Hast du noch Fragen? Den Schrein habe ich ja eben markiert vorhin. Wer ist der Typ da? Rubino beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er in Schloss Hyrule die Wächter. Rubino und mich, uns tritt mehr als ein halbes Jahrhundert. Aber, nun ja, er ist mein Mann. Was zur Hölle? Ganz genau. Wir leiten das Akala-Institut zusammen, als Ehepartner. Der hat übrigens auch einen Sohn. Was? Alter, okay, jetzt wird's krank. Warte mal, doch, da war noch eine andere Frage. Hallo, ich bin's. Dein Sohn? Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Grazian. Hast du ihn unterwegs vielleicht getroffen? Alter, der Name kommt mir bekannt vor, ich bin mir nicht sicher. Wirklich? Freu dich zu ihm, wenn du ihn siehst.
Der Name kommt mir aber bekannt vor, als ob ich den doch schon getroffen hätte. Ich wüsste jetzt gerade nur nicht wo. So, ist hier oben vielleicht noch was? Ein Krog oder so? Bestimmt ist hier oben auch einer. Wie beim Pathen-Institut. Man kann auch hier hochlaufen, schön, wisst ihr? Hier ist noch, hier sind Leitern alles. Ja, hier ist doch einer, seht ihr mal? Der macht sich hier bequem. Auf dem Liegestuhl. Ui, du hast mich entdeckt, ja. Ja, ja. Meinst du, du kannst dich verstecken, wa? Du kleiner Sack. So, da hinten ist die blaue Flamme. Markiere ich mir das doch mal eben. Was ist das denn hier für ein Schrotthaufen? Antike Schraube. Antikes Zahnrad. Wie viele Wächter liegen denn hier bitte? Eine antike Schraube. Antike Feder. Alter. Komm, ja, ist gut jetzt. Ich setze nicht mehr alles vor. Schon klar. Ich lasse mich mal wieder anziehen, oder? Wäre vielleicht mal angebracht. Wo ist die? Da ist die Hülya-Hose, danke. Die Kapuze noch so. Ist hier nichts mehr? Doch. Muss schon sagen. Hä? Da war doch irgendwo untersuchen. Ah, hier. Sag mal. Hallo? Ah, da. Ja, das muss reichen jetzt mal. Ich würde mir gerne die Flamme holen, ehrlich gesagt. Das ist sogar noch ein Sch. Ach ne, das ist ja wahrscheinlich schon markiert, aber okay. War hier nicht sogar irgendwo ein Krog? Den man hier irgendwie mitnehmen kann? Warte, ich guck mich mal kurz um. Na, vielleicht noch nicht. Ich verwechsel ich da was gerade. Das war weiter unten. Ich guck mal da. Ne, da war es sicher nicht. Also wenn, dann war es da noch. Da sehe ich jetzt auch nichts, da fliege ich jetzt einfach rüber. Guck mich danach nochmal um. Da ist es. Wie war mir so, dass müsste man einfach hier runter, hier rüber fliegen. Warte mal, ich kann jetzt gar nicht den Mist machen, weil es regnet. Toll. Immerhin kommt der noch hier hoch. Wäre es doch schöner gewesen. Hey. Was ist denn da? Ach, normale Moble noch. Lass ich mal. Oh, tschüss. Ah, der hat mich gesehen schon, schade. Wow. Der andere hab ich auch schon gesehen, ne. Der ist blind. Wie nix, wieder. So, tschüss, Mann. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Sehr schön für dich, Mifa. Jetzt sieht er mich auch, klar. Ja, weich doch nicht aus, Mann. Und tschüss. So, der ist auch weg. Ja, aber es regnet noch leider. Kann ich hier nicht irgendwie... Wie kann ich jetzt Feuer hier machen? Scheiße. Ist ja alles... Mann, da gibt's doch jetzt nicht. Ja, der Baum ist jetzt gerade gefallen, alles klar. Kann ich denn hier kein Bündel hinlegen? Und zumindest mal eben warten. Bis der Regen weg ist. Ach, verdammt. Da war auch ein Holzbündel. So, in die Hand. Flammschwert habe ich noch? Ja. Jawohl, geht. Geht. Hallo, es ging doch eben. Ja, perfekt. Ich warte mal bis zum nächsten Morgen. Da ist der Regen ja dann schon weg. Uhr, jawohl, ist weg. Hat geklappt. Und ich musste schon die Fackel aus. Ja, erstmal nochmal Lagerfeuer angezündet, auch gut. So, eins und zwei. Ich würde aber auch sagen, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Zünden wir die Flamme beim nächsten Mal erst an. Macht ja alles nix. Ich bedanke mich deshalb bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like da, wenn ihr so sein sollte. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht Abonnenten von meines Kanals seid. Würde ich mich sehr darüber freuen.
Euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.